Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Dakar Desert Rally, zu einem Spiel, von dem die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht so viel gehört haben werden. Vor 4 Jahren kam der Vorgänger raus, Dakar 18. Ich habe mich damals als kompletter Neueinsteiger reingeworfen, war anfangs maßlos überfordert mit dem ganzen Thema Orientierung und so weiter und so fort, bin mehrfach in der Wüste verloren gegangen. Dann habe ich es halt wirklich versucht zu erlernen, habe es absolut lieben gelernt und auch wenn das jetzt objektiv gesehen der Vorgänger und auch dieses Spiel, auch wenn das jetzt objektiv gesehen nicht die krassesten Rennspiele des ganzen Planeten sind im Sinne von die Fahrphysik ist genial und blablabla. Es ist eine Nische, die wirklich einen extremen Reiz auf mich ausübt und wo ich das Ganze nicht nur anspruchsvoll finde, sondern auch sehr ansprechend finde. Ich habe richtig, richtig viel Spaß mit eben Dakar 18 gehabt irgendwann und deswegen war ich extrem hyped auf genau dieses Spiel hier. Und wir gucken mal ganz kurz, es gibt verschiedene Fahrzeugkategorien, aus denen wir auswählen können. Wir steigen mal mit den Autos ein. Da können wir direkt auch schon eine Sache erwähnen. Spiel kostet 39,99, ist also kein Vollpreistitel. Die Deluxe Edition, ich glaube, da ist auch der Audi RSQ e-tron Teil davon. Die kostet dann 20 Euro mehr. Ihr wisst, wenn ihr jetzt nicht unbedingt dieses Auto unbedingt haben wollt, ich empfehle immer, kauft euch die kleine Edition. Den Rest, ja, könnt ihr dann im Prinzip immer nachrüsten. Wir haben Fahrzeuge aus der 22er Saison, aus der 21er Saison und aus dem 20er Jahr. Und darüber hinaus gibt es, ich glaube, auch Teil der Deluxe Edition noch 2 Klassiker. Einen haben wir hier bei den Fahrzeugen und einen haben wir bei den LKWs. Die LKWs sind tatsächlich so meine absolute Lieblingskategorie gewesen in Dakar 18. Hier werde ich vielleicht mal ein bisschen mehr probieren. Übrigens, wir machen hier quasi einen First Look. Ich erkläre euch so ein bisschen was, auch zu dem Thema, ey, wie schaut es mit der Orientierung und so weiter und so fort aus. Ich werde es primär wahrscheinlich aber im Livestream spielen. Ja, weil ich denke, das ergibt einfach ein bisschen mehr Sinn. So. Motorräder und Quads haben eine Besonderheit. Ihr habt bei den anderen Kategorien immer einen Beifahrer, der quasi sagt, ey, fahr mal hier vorne quasi links, fahr mal hier rechts, so wie bei zum Beispiel auch der WRC. Bei Quads und Motorrädern habt ihr halt die Besonderheit, da habt ihr halt keinen Beifahrer. Da sagt euch niemand, ey, Dave, jetzt bieg mal hier rechts ab auf der Straße. Da müsst ihr wirklich komplett euch an dem Roadbook orientieren, was auch eine gewisse Besonderheit hat. Der Ansager ist hier allerdings ein sehr, sehr cooler, wie ich finde. Wir haben hier auch noch einen Karrieremodus und ich habe mir schon direkt den Klassiker Truck gepackt, mit dem ich da quasi jetzt eingestiegen bin und ich habe auch den Profi-Schwierigkeitsgrad direkt schon gewählt. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt einstellen könnte, wenn ich es ändern wollen würde. Wir spielen mal ganz kurz die Dakar-Qualifikation, dann erkläre ich euch ein ganz kleines bisschen was. So, hier als auch dann im Nachhinein. Erstmal Fahrzeug einstellen. Ihr könnt im Prinzip sehr viele Sachen beim Setup ändern. Ja, gut, hier jetzt nicht so extrem viel. Ansonsten Fahrzeugservice. Das Auto geht ja auch im Laufe der Rallye kaputt. Und ihr könnt wirklich sehr detailliert mittlerweile die Sachen auch reparieren lassen. Das finde ich tatsächlich extrem cool. Das war im Vorgänger sehr, sehr allgemein gefasst. Das ist, wie ich finde, auf jeden Fall schon ein sehr geiles Ding. Und das halt auch in verschiedensten Kategorien natürlich. Und wir gucken uns mal das Roadbook an. So, das ist quasi so ein bisschen das Herzstück dessen. Im Mittelpunkt haben wir jetzt, also in der Mitte haben wir jetzt die Wegpunkte. Wenn ihr einen verpasst, kriegt ihr halt eine Strafe. Ja, da steht auch quasi, was für eine Strafe ihr immer erwartet, wenn ihr etwas verpasst. Und wenn ihr mehr als einen Checkpoint verpasst, besteht ihr die Etappe nicht. So, und rechts haben wir jetzt das Roadbook. Und das hat viele Besonderheiten. Also einerseits hast du viele Landmarks angegeben. Da seht ihr überall Felsen, eine Palme. Hilft halt zur Orientierung. Ihr habt quasi auch Hügel angegeben. Ihr habt Gefahrenzonen allgemein angegeben. Ihr habt auch Ditches quasi angegeben. Also ja, wenn es quasi mal steil runtergeht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Und wie liest man jetzt dieses Roadbook? Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal die 17,98. Ja, das ist die... Das ist der Checkpoint, der quasi ab 17,98 beginnt. Dann müsst ihr quasi dem Pfad so folgen, wie das in der Mitte oben angegeben ist. Und wie lang müsst ihr diesem Pfad folgen? Dazu müsst ihr eine Zeile runterspringen in die linke Spalte. 1,08 Kilometer müsst ihr quasi jetzt die oberste Zeile fahren. Ist anfangs ein bisschen schwer zu verstehen, aber im Prinzip müsst ihr es quasi wie ein Buch lesen. Ergo, okay, wir sind quasi bei 17,98. Ich muss diesem Pfad folgen für 1,08 Kilometer, bis dann quasi das in dieser Zeile, die jetzt ganz oben ist, kommt. Eine Sache sei angemerkt.
Es ist nicht wie WRC Rally, wo ihr einfach einem vorgegebenen Pfad folgt. Das ist auch schon Offroad, was im normalen Rallye-Sport passiert. Aber das hier ist dann auch so, dass ihr Offroad fahren könnt. Bedeutet, dass ihr teilweise gar nicht mal vorgegebene Wege fahrt, also vorgegebene Straßen nutzt, sondern ihr geht teilweise einfach komplett Offroad und müsst dann euch am Kompass oben im Bildschirmrand orientieren. Ich bin gerade auf dem Sportmodus, heißt der, glaube ich, also nee, Profimodus. Das ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ab Level 25 schaltet man erst Simulation frei. Das ist der schwierigste Modus. Ich verstehe nicht ganz, warum erst ab Level 25, aber sei es drum. Und es gibt auch theoretischen Modus für die Leute, die jetzt sagen, boah, ich hätte schon Bock, mal da so ein bisschen durchzuheizen. Ihr könnt da den leichten Modus nehmen und habt dann quasi Checkpoints, die könnt ihr alle abfahren. Das ist super, super easy dann. Eine Sache sei übrigens angemerkt. Das Spiel soll wohl einen Streckeneditor haben und die größte Offroad-Racing-Spielwelt haben, die es bis jetzt je gab. Wenn Fuel damit eingezogen ist, dann hat dieses Spiel eine Spielwelt von größer als 14.400 Quadratkilometer. Das wäre krass. Wir steigen erstmal ein mit der Qualifikation, testen mal so ein bisschen. Ich zeige euch ein bisschen was. Einiges wird auch klar sein. Wir werden jetzt erstmal primär einem Weg folgen. Qualifikation habe ich gerade gemacht. Ich habe bei der Fahrt alles erklärt. Deswegen, ich nehme das gerade alles neu auf. Ein bisschen ärgerlich. Ich musste in die Top 8 kommen. Und dadurch, dass ich mir halt super viel Zeit gelassen habe, weil ich alles erklären wollte, war ich halt zu langsam. Eine Sache sei aber angemerkt. Aktuell nutzt das Spiel 1-2% meiner Grafikkartenleistung. Ich weiß, die 3090 ist zwar sehr stark, aber so stark vielleicht auch nicht. Deswegen kommt es auch manchmal noch zu Schluck auf dem PC. Finde ich ein bisschen strange. Hoffentlich wird das mit dem Day One Patch oder so behoben. Ah, okay. Er erklärt es jetzt auch nochmal. Wir können es aber überspringen. Alles gut. Ja, nein, danke. Brauche ich nicht. Alles gut. 3, 2, 1, go! 1 kilometer, keep right! Es geht auch übrigens, dass man Automatik fährt. So, 1 Kilometer rechts halten. Also Straßenverlauf folgen. Wenn eine Abzweigung da ist, halte dich rechts. 1 kilometer, stay on track. Stay on track, bump. So, es gibt auch verschiedene Kameraperspektiven. Right on track, twisty. 1 kilometer, prepare to turn left between. Die Kameraperspektiven schalte ich mal kurz durch. Dann haben wir die hier. Left on track. Eine sehr viel bessere Cockpit-Ansicht als im Vorgänger. Noch eine Cockpit-Ansicht. Noch eine Cockpit-Ansicht aus der Mitte. Und aus der Beifahrerperspektive. Und das ist eine richtig coole Perspektive, wie ich finde. Ich bleib erstmal bei der hier. So, eine Besonderheit auch noch bei diesem Schwierigkeitsgrad. Wenn du bei Profi im Prinzip jetzt... Wenn du bei Profi im Prinzip nah dran bist an manchen der Checkpoints, gibt dir das Spiel auch an mit diesem Kreis oben, wo der Checkpoint, wo der nächste Checkpoint ist. Ist auch eine nette Hilfe. Right on track. So, das ist jetzt wichtig. Hier sagt mir das Spiel jetzt, bieg rechts ab. Ist eine nette Hilfe, die ist auf Simulation dann nicht mehr da. So, rechts halten. Wichtig. Stay on track. Danger 2 in all the figure. Water. Forward on track. Forward on track. Stay on traces. Leave track. Bump. Rocks. Right to track. Leave traces. Danger 3. Bump. Right to track. Leave traces. Prepare to turn right. Attention. Danger 1. Downhill. Bump. Between rocks. Ich muss halt sagen, ich finde auch ein großer Teil des Reizes ist, durch diese Wüstenregion zu fahren und dabei einfach quasi die Gegend zu genießen. So, er hat jetzt... Okay, right to traces. Er hat jetzt erstmal das Cap angesprochen, da kommen wir gleich drauf. So. Ihr seht jetzt oben rechts gleich die 58 eingeblendet. Oder auch jetzt schon die 336. Ihr habt...
So, ich pausiere mal ganz kurz. Ihr habt im Prinzip unten rechts, wenn ihr da jetzt hinguckt, eine gelb unterlegte Zahl, die 58. Das ist die Gradzahl, die oben in eurem Kompass, da wo diese Checkpoint-Hilfe ist, der ihr folgen müsst. Bedeutet, wir fahren jetzt komplett von der Strecke runter. Wir werden zwar noch ein paar Spuren haben in dieser Etappe, darauf könnt ihr euch aber nicht immer, ihr könnt darauf nicht immer vertrauen, dass euch das retten wird. So, jetzt gerade geht's darum, 58, Cap 58, ihr unten seht, und jetzt Cap 60. Ihr müsst quasi off-track fahren. Oh. So, wenn jetzt quasi nicht die Spuren wären, an denen ich mich auch orientieren kann, und die Checkpoint-Hilfe, dann musst du dich im Prinzip komplett anhand des Kompass bewegen. Solche Szenarien gibt es dann auch und das ist richtig geil. Weil da kannst du zwar theoretisch komplett lost sein. Du kannst da komplett lost sein, was die Fahrt durch die Wüste angeht. Aber das hat halt auch einfach seinen Reiz. Oh Gott, RIP. Einfach Oversteery. Übrigens seht ihr auch jetzt links in dem Fortschrittsbalken die 508, die ist da kurz vor Checkpoint 18. Das sind eure Kontrahenten, die im Prinzip parallel zu euch auch oder kurz früher oder später noch losfahren. Ja, wir sind auf P4. Ist okay. So, damit haben wir uns auch qualifiziert. Hätte ich mich jetzt nicht gedreht, hätte ich dann nochmal P3 geholt. Was der eine jetzt schon für Reparaturen hat, keine Ahnung. Nach nur einer Etappe. So, und jetzt haben wir quasi das Tutorial abgeschlossen. Und wir sehen jetzt quasi, es gibt verschiedene Routen. Da haben wir das Tutorial. Also wenn man wirklich hier alles befahren kann, wo ich hier mit dem Cursor hin kann, das wäre natürlich krass. Ob es so ist, keine Ahnung. Aber hier haben wir im Prinzip die Red Sea Rally. Hier haben wir noch weitere Fortschritte. Nicht weitere Fortschritte, sorry. Weitere Routen, die wir mit weiterem Fortschritt freischalten, so rum. Und ihr seht auch Neom 2021, Neom 2020 und so weiter und so fort. Al-Ula 2021 und 2020, Yanbu 2021, Tabuk 2021. Übrigens spielt in Saudi-Arabien, wo die Rallye jetzt schon anscheinend seit ein paar Jahren ist. Und, ach, kann ich mich übrigens hier reinklicken noch? Nee, kann ich nicht. Aber hier können wir uns reinklicken. Wichtig, die 23,68 Kilometer sind skaliert. Wie auch schon im Vorgänger, bedeutet, dass es nicht ganz 23,68 Kilometer ist. Ihr werdet diese Distanz sehr viel schneller abschließen, als es in der Realität mit dem LKW könntet. 53,48 Kilometer, 54 Kilometer und am Ende nur 72 Kilometer. Insgesamt haben wir aber auch schon etwas längere Stages. Im Vorgänger waren sie halt nochmal sehr viel länger. Also da waren sie teilweise 300 Kilometer lang, in Anführungszeichen. Die gingen aber eine Dreiviertelstunde, damit ihr so ein bisschen mal eine Orientierung habt. Und ich hoffe, dass das auch wirklich längere Stages hier gibt. Wenn es die nicht gibt, fände ich das ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Weil ich mochte das halt sehr gerne, teilweise so 30, 40, 50, 60 Minuten durch die Wüste zu brettern. Und da würde auch, wie ich finde, das dynamische Wettersystem, was hier neu mit drin ist, Sinn ergeben. Denn ich finde das irgendwie bei WRC oder so immer ein bisschen störend, wenn innerhalb von 5 Minuten das Wetter von Sonne zu Regen zu Sonne wieder wird. Hätte hier quasi auch denselben Effekt, wenn du wirklich mal Etappen hast, wo du 20, 30 Minuten fährst. Das hätte, finde ich, einfach so einen super geilen Reiz, weil dann geht's halt auch mal ab, ja. Für die Leute, die die Orientierung übrigens nicht haben oder die nicht so krass sich orientieren wollen. Ah, wir haben einen neuen Garagenplatz freigeschaltet. Katalog? Nee, das ist es nicht. Ihr könnt auch tatsächlich, ich weiß nicht genau, wo ich das jetzt einstelle, ihr könnt auch den Schwierigkeitsgrad quasi umstellen. Wenn euch das Thema mit dieser Orientierung und so alles zu nervig ist, ihr aber trotzdem sagt, ey, irgendwie finde ich das ganz reizvoll, dass man sich das quasi mal alles angucken kann, das ist doch alles ganz nett und so weiter und so fort. Ihr könnt das wirklich umstellen. Moment, ich nehme mal irgendein Fahrzeug jetzt. So, nehmen wir den Audi e-tron. Der ist eh for free für mich. Können wir mal mit dem fahren. Ah ja! Wait, warum kann ich jetzt quasi hier... Ah, ich konnte den Schwierigkeitsgrad nicht wählen, weil ich gerade schon mitten in einer Rallye war. Jetzt bin ich quasi nicht in der Rallye, jetzt kann ich den Schwierigkeitsgrad wählen. Genau, da kann ich euch mal kurz zeigen. Also, Sportmodus ist im Prinzip der komplette Casual-Modus.
fasst das Wort Casual nicht negativ auf. Vielleicht will man einfach mal ein bisschen Spaß haben oder nebenbei laut Musik hören oder sonst was und möchte nicht auf Ansagen achten. Dann könnt ihr das im Prinzip hier machen. Einfache Navigation, Rallye-Leuchtfeuer verfügbar, Versetzen verfügbar, geringe Reparaturkosten, einfache Gegner und an jedem Checkpoint automatisch speichern. Im Prinzip super easy, ihr könnt quasi ganz normal Checkpoint-Rennen fahren. Der Ansager sagt zwar auch Sachen an, aber ihr müsst nicht zwingend drauf hören. Profi, realistische Navigation, Rallye-Leuchtfeuer nicht verfügbar, Versetzen verfügbar, mittlere Temperatur, was ist hier los? Schwierige Gegner und an jedem Checkpoint automatisch speichern. Und bei Simulation habt ihr unter anderem auch ein Autotempolimit von 170. Es gibt auch ein Tempolimit für LKWs bei 140. Und ich überlege gerade, vielleicht sollten wir doch mal ein Motorrad nehmen und damit ein wenig gucken, wie wir klarkommen, weil dann haben wir auch mal keinen Ansager. Dann seht ihr auch mal im Prinzip, wie es ausschaut, wenn man dann eben, quasi keinen Ansager, wenn es keinen Ansager gibt. Ich will jetzt aber nicht dieselbe Stage machen, wir gehen einfach mal hier hin. Wie lang war diese Stage eigentlich? 31,34 Kilometer, also die haben wir jetzt in was? 4 Minuten absolviert? Ich glaube, wir sind uns einig, in 4 Minuten fährst du keine 31 Kilometer mit einem Truck ab. Oder? War ich wirklich so schnell? So. 23,68. Mal gucken, gibt es hier mehr Setups-Einstellungen? Nö, gibt's nicht. Das Roadbook haben wir auch hier. Und jetzt mit dem Motorrad ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir uns genau darauf einlassen. Sollte ich hier jetzt verloren gehen, dann ist es mit Ansage passiert, Leute. Rein da. Etappe starten. Gucken wir es uns mal an. Eieieiei. Okay. Also, ganz, ganz wichtig, jetzt muss ich die Orientierung hier wahren. Red Sea Rally, Dubai, Etappe 1. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir irgendwann noch längere Stages haben. Auch, dass wir manchmal Schluck auf haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, bei der Grafik. Ich frage mal, ob es ein Day-One-Patch noch mal gibt. Ansonsten hole ich es mir vielleicht sogar für die Playsee. Ich bin auch bereit, einfach Kohle für das Game auszugeben. Weil, wie gesagt, ich mag diese Spielereihe dann mittlerweile sehr, sehr gerne. So. Übrigens, inszenierungstechnisch hat sich einiges sehr positiv gewandelt hier. Okay, Cap 105, wir starten da direkt auch. Ja, wir haben im Zweifelsfall auch die ganzen Checkpoint-Hilfen. So, und übrigens, Motorrad, so sieht das quasi dann onboard aus. Da habt ihr auch das Roadbook, theoretisch könnt ihr es rechts unten auch ausstellen. Habe ich eventuell einen Checkpoint komplett verpasst schon? Ich glaube, ich habe einen Checkpoint verpasst, weil ich da Offroad gefahren bin. Wir starten mal ganz kurz neu. Ganz kurz neu starten. Ihr könnt auch euch zum letzten Checkpoint zurücksetzen, da kriegt ihr eine fette Strafe aber. So, das ist nur ein ganz, ganz kurzer Weg. Also für die ganz Ungeduldigen geht der sofort weiter. Oh, jetzt wird 5%, 6% meiner Grafikkarte mal kurz ausgelastet. Krass. Also da kann sich mal wirklich die 3090 komplett zurücklehnen und ganz entspannt sein. So, let's go. 1, 2, 1 und go. So, manchmal zeigt es halt den übernächsten Checkpoint und das ist auch fies bei dem Ding. Deswegen nicht komplett darauf vertrauen, sondern wirklich versuchen auch der Route zu folgen, wenn ihr auf dem Profi-Modus unterwegs seid. Aber in dem Fall... Wait, jetzt habe ich zwei Checkpoints direkt validiert bekommen. Okay, 180. Das fängt schon wieder an, ne? Okay, jetzt direkt zu 126. Vorsicht. Okay, anscheinend habe ich mich da ein bisschen verkalkuliert. Okay, 151. Ja, der Checkpoint-Marker oben, der hilft hier extrem weiter gerade. Wenn man das nicht hat, dann schwierig. 210. Oh. Was halt im Vorgänger immer schwierig war, war zu interpretieren, ab wann gilt diese... Oh, genau, da hatte ich jetzt keine Hilfe.
Und da muss ich jetzt wirklich präzise rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ihr müsst natürlich auch Hindernisse umfahren. Das heißt, ihr könnt nicht nur blind einfach dem Cap folgen, sondern manchmal muss halt auch einfach sowas umschifft werden. 239 haben wir als nächstes. Ja, da kann ich auch nicht einfach... Okay. So macht man das anscheinend, wenn man ein bisschen erfahrener ist. Upsi. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Fährt er denn dieselbe... What? Was geht jetzt ab? Ey, Bro, ich will die Route von dem Kerl haben. Der hat eine viel coolere Route als ich. Okay. Auch nach 4 Jahren, es geht mal wieder los. Wie gesagt, wenn ihr euch diesen Trouble ersparen wollt, ihr könnt auch theoretisch komplett in den Casual-Modus gehen. Okay, 259. Ich versuche mal hier gerade lang zu fahren. Hab die Hoffnung, dass es jetzt stimmt. Also, dass ich nicht einen Checkpoint nochmal komplett ignoriert habe. Weil klar, der oben zeigt mir das... Ganz kurz zur Erklärung, ne? Oben, das zeigt mir natürlich schon an, ey, wo ist einer der nächsten Checkpoints. Aber theoretisch könnte er auch einfach einen Checkpoint überspringen und ich möchte keinen Checkpoint überspringen. Das ist natürlich auch dann immer eine Hilfe, wenn jemand quasi euch überholt während der Etappe. Oder wenn ihr zu jemandem aufschließt, wenn ihr richtig gut dann seid. Wobei, das könnten auch reale Kilometer jetzt gerade sein, oder? Überleg gerade. Ah, 228, zu spät. Mal kurz zurückfahren hier und jetzt... Oh, Glück gehabt. 349 Grad. Na, ungefähr. Uah, Vorsicht, nicht in den Baum rasen. 37 Grad. Huch. Warum kommt immer dieser Effekt? Warte mal, ist es nicht 37 Grad jetzt gerade das? Ich habe keinen Checkpoint verpasst. Aber ich habe die Top 8 nicht erreicht. Deswegen habe ich die Etappe nicht abgeschlossen. Das ist schon okay, das ist schon okay. Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde ja eh jetzt nicht krass mit dem Motorrad weiterfahren. Ich finde allein dieses etwas beklemmende Gefühl, keinen Ansager zu haben, und der war im Vorgänger sehr penetrant und nervig. Übrigens, ihr könnt auch den Vorgänger günstig schießen, wenn ihr sehen wollt, ey, ist es was für mich oder nicht. Da ist es sogar noch günstiger als die 39,99 für dieses Spiel. Aber im Prinzip... ich finde es ein super beklemmendes Gefühl mit dem Motorrad, weil du dann im Prinzip komplett alleine, komplett auf dich gestellt bist. Deswegen, ich sehe das so ein bisschen als die Königsdisziplin an, damit zu fahren. Wir können mal ganz, ganz kurz nochmal mit dem Audi RSQ e-tron fahren und können da vielleicht... What? Okay, wir haben neue Rallyes freigeschaltet, mal gucken. 100 Kilometer, 90 Kilometer, 86 Kilometer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gerade die Durchschnittsgeschwindigkeit von mir war übrigens. Ultimative Belohnung, der Citroën 2CV. Nice, die Ente kann man hier freischalten. So, wir probieren es jetzt nochmal ganz kurz mit dem Audi RSQ e-tron. Geht ja auch sehr, sehr rapido. Wir gucken mal ganz kurz. Fahrzeugservice. Mechanik. Ja, Fahrzeug einstellen. Okay, da geht schon mal deutlich mehr tatsächlich. So. Jetzt gucken wir mal, wie es im Sportmodus aussieht. Wie gut kommt man damit klar? Wie ist das hier vom Look her? Und ich glaube, das wird auch sehr viel schneller sein als mit dem Motorrad gerade. So.
Einfach nur, damit man so den Vergleich hat. Hier haben wir übrigens so ein bisschen Schluck auf. Das ist das, was ich meinte eben. Keine Ahnung, warum meine Grafikkarte nicht benutzt wird. Werden wir schon mal sehen. Ja, ansonsten plane ich das Spiel halt sehr viel im Livestream zu zocken. Also das Game wird im Stream für mich definitiv jetzt für ein, zwei Wochen oder so mindestens. Okay. Für ein, zwei Wochen wird es auf jeden Fall dann für mich ganz, ganz fest zum Programm gehören und dann gucken wir mal weiter. Ich denke, das wird schon ein bisschen länger dann noch bei mir so Hauptprogrammpunkt sein. Wahrscheinlich immer im Wechsel heute mit iRacing dann auch. Ah, im Sportmodus fährst du quasi auch direkt gegen die Gegner. Okay, okay, okay. Das erleichtert es natürlich nochmal extra. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir gerade so ein bisschen, dass das sich gerade eben wirklich so ein bisschen wie Classic Dakar angefühlt hat, weil jetzt gerade, ihr habt links unten zum Beispiel diese Geschwindigkeit, Bonuspunkte, Sachen. Das fühlt sich sehr arcadig an durch so Anzeigen, aber im Kern ist das Spiel nicht von der Fahrphysik her, sondern vom Ansatz quasi. Es ist quasi ein Simulationsgame, nicht unbedingt von seiner Fahrphysik her, sondern von der ganzen Präsentation. Von der Präsentation her ist es eigentlich sehr realistisches oder simulationslastiges Game. Deswegen bin ich froh, dass das gerade eben im LKW oder auch im Motorrad nicht so aufgefallen ist, dieser doch sehr arcade-lastige Ansatz hier und da, den du halt quasi hast, indem du so Bonus-Tokens freischaltest und so weiter und so fort. Rocky! Da-da-da! Hey! Alter! Ist das dein Ernst? Och, das wird ein bisschen schneller gehen als im Motorrad! Ja gut, wenn man die Orientierung hat, indem du halt Gegner hast direkt um dich herum, indem du halt, wir haben es manche Leute in nur 12 Minuten geschafft, das haben wir selbst ich mit dem Motorrad nicht hinbekommen. Ja, also anderthalb Minuten für wie viel Kilometer waren das jetzt? So, wir kämen jetzt quasi zur nächsten Etappe, aber ganz kurz, ich möchte ganz kurz zur Garage zurückkehren. Wie viele Kilometer waren das jetzt? Okay, 23 Kilometer. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ich nicht in anderthalb Minuten 23 Kilometer fahren kann mit diesem Fahrzeug, oder? Ja, ich glaube, das wäre eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die wäre viel zu hoch. Also, das sind auch wieder skalierte Kilometer. Das sind keine realen Kilometer. Im Motorrad dachte ich, okay, das hat jetzt das 4-5-fache oder so gedauert von dem Auto. Das hätte noch sein können. Aber, there you go. Und das Coole, muss ich übrigens auch gerade feststellen, ist, du kannst im Prinzip mit jedem Fahrzeug ja unterschiedliche Rallyes dann starten. Wait, aber warum kann ich hier die noch nicht fahren? Das ist alles super strange. Keine Ahnung, warum ich im Auto schon zu weiteren Rallyes fahren konnte, aber hier noch nicht über die Red Sea Rally hinaus fahren kann. Wie dem auch sei, ist alles wahrscheinlich Stuff, der am Anfang ein bisschen strange ist, aber später dann definitiv, denke ich mal, Spaß machen wird und wo man drüber hinwegsehen kann. Ich bin jetzt schon sehr, sehr hyped auf das Game. Ich weiß nicht, ob ihr es seid oder nicht. Teilt mir mal gerne eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare mit und wir werden dann uns etwas später am Abend im Stream sehen. Hoffentlich. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, der Ersteindruck, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Ciao.